Willkommen zu unserem SOAR Optimist International Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast sprechen wir über Mädchen- und Frauenrechte, die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft und andere frauenrelevante Themen. SOAR Optimist International ist eine der weltweit größten Serviceorganisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement mit einem Netzwerk von über 75.000 Clubmitgliedern in 122 Ländern. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Ich spreche heute mit Professor Dr. Arndt Brendecke, Sprecher des Sonderforschungsbereiches Vigilanzkulturen an der LMU in München. Herr Professor Brendecke, das Wort Vigilanzkulturen sagt erstmal überhaupt niemandem etwas. Vielleicht könnten Sie kurz erklären, was ist das denn überhaupt? Ja, das mache ich sehr gerne. Zunächst müssen wir überlegen, was Vigilanz heißt. Das ist einfach Wachsamkeit. Uns geht es bei Vigilanz, Querstrich Wachsamkeit, aber vor allem darum, dass wir unsere Wachsamkeit in den Dienst bestimmter Aufgaben stellen, also zum Beispiel in der Religion, aber auch in der Sicherheit oder im Rechtswesen. Und das nennen wir Vigilanz, und wir nennen es Vigilanzkulturen, weil dieses in den Dienst stellen unserer Sinne für bestimmte Aufgaben kulturell gesteuert wird. Wachsamkeit ist ja auf viele Arten zu deuten, beziehungsweise Wachsamkeit ist ja positiv oder negativ behaftet und kann ja in verschiedenen Bereichen angewendet werden. Was untersuchen Sie denn da speziell oder untersuchen Sie praktisch alles? Ja, genau, das interessiert uns, dass Wachsamkeit und ihre Anwendung negativ und positiv sein können. Deswegen gehen wir zunächst mal davon aus, dass man nicht von vornherein sagen kann, was gewissermaßen dort für eine Bewertung angemessen ist. Alle diese Aufforderungen zur Wachsamkeit sind strukturell ambivalent, können gut oder schlecht sein. Und wir müssen entscheiden, in welchen Fällen wir das wie bewerten wollen. Ein Sonderforschungsbereich besteht aus vielen Einzelprojekten, häufig auch in einem Verbund innerhalb des Landes. Welchen Teilbereich erforschen Sie und was möchte das gesamte Projekt bezwecken? Ja, Sie hatten das schon gesagt, ich bin Frühneuzeithistoriker und als solcher untersuche ich vor allem das 16. und 17. Jahrhundert. Und dort untersuchen wir, wie Menschen in Städten der frühen Neuzeit ihre Sinne eingesetzt haben, um besondere Gefahren abzuwehren. Also zum Beispiel auch ihren Geruchssinn. Besonders interessant ist das in Fällen wie den der Pest, aber auch bei der Meldung von Unreinheit oder von Bränden. Was möchte das gesamte Projekt bezwecken? Allgemein Wachsamkeit erörtern, also Wachsamkeit in der Historie, was dokumentiert ist? Oder gibt es da einen besonderen Punkt, der sich auch auf das Heute auswirken soll, also dass wir Wissen für heute generieren können? Wir haben sehr gute Forschung zur Überwachung durch den Staat und auch durch Technologien. Was fehlt und was wir ergänzen wollen, ist Forschung zu der gewissermaßen sozialen Überwachung, wenn man das so sagen darf. Das heißt, des Einsatzes unserer persönlichen Aufmerksamkeit für bestimmte Zwecke innerhalb der Gesellschaft. Das wollen wir erreichen, dieses Feld wollen wir beleuchten und damit auch die Menschen darüber aufklären, wie solche Mechanismen funktionieren, welche Voraussetzungen sie haben und wie sie sich auch historisch verändern. Jetzt haben Sie den Begriff Wachsamkeit genannt und den Begriff Überwachung. Und Überwachung ist für mich negativ konnotiert oder kann negativ konnotiert sein. Wachsamkeit kann ja aber auch sehr positiv sein. Schauen Sie als Forscher neutral auf die Geschichte oder gibt es da einen bestimmten Schwerpunkt, den Sie setzen möchten? Ja, Sie haben das Problem schon benannt. Immer wenn wir Sprache verwenden, haben wir sozusagen im Gepäck auch Bewertungen.
Und wir wollen mit einem etwas leichteren Gepäck unterwegs sein, als wenn wir von Überwachung sprechen würden. Und deswegen ja auch der Begriff, der etwas sozusagen künstlich klingende Begriff der Vigilanz, der zum Beispiel in der Medizin geläufig ist, einfach als sozusagen als Gradmesser für ihren Bewusstseinszustand, ihre Aufmerksamkeit. Wir verwenden den jetzt nun für die Untersuchung von Gesellschaften und stoßen natürlich dort auf eine riesige Welt von Begriffen wie zum Beispiel Wachsamkeit, Aufmerksamkeit. Und diese Begriffe sind jeweils schon aufgeladen. Ja. Jetzt gibt es ja viele Parallelen. Also Diktaturen sind häufig Überwachungsstaaten. Überwachung kann als Machtinstrument oder Steuerung von Massen genutzt werden. Das hat es damals gegeben wie heute auch. Neu hinzugekommen ist Überwachung durch Technologie. Wir werden permanent überwacht. Das ist inzwischen ja auch fast jedem ein Begriff, durch unsere Smartphones, durch Aufnahmen, durch Videos, die es überall gibt. Untersuchen Sie das auch oder können Sie auch Parallelen zu früher erkennen oder geht es erstmal primär um Wachsamkeit und die Psychologie und die Kultur dahinter? Also wie ich schon gesagt habe, ist Überwachung relativ gut untersucht. Es gibt dazu viel Forschung und das ist auch gut so. Aber wir untersuchen nicht gewissermaßen die Richtung von oben herab, also die in der Überwachung immer schon angelegt ist, sondern eigentlich die laterale gegenseitige Beobachtung, die eben aber auch politisch werden kann, etwa wenn sie aufgefordert werden, auf Gefahren zu achten an einem öffentlichen Platz und dann beginnen, die Menschen zu mustern und sozusagen ein Raster anzulegen der Gefährdung, über das sie eigentlich nur kulturell informiert wurden. Wenn Sie durch die Straßen gehen, achten Sie, seit Sie daran forschen, primär auf Leute? Oder anders, als Sie es vorher getan haben? Nein, ich glaube nicht, dass sich das stark verändert hat. Es hat sich allenfalls sozusagen das Bewusstsein geschärft dafür, dass man das tut und dass es auch variabel ist. Also wenn etwas passiert, nehmen wir an, Sie hören eine Radiomeldung über einen Amoklauf oder den Ausbruch einer Seuche, dann setzen Sie sozusagen einen anderen Filter mit ein in Ihre Wahrnehmung und sehen plötzlich andere Dinge, hören vielleicht auch etwas anders als zuvor. Jetzt gehen wir nochmal auf den positiven Begriff der Wachsamkeit. Da gibt es ja das, was vielen ein Begriff ist, nämlich die Achtsamkeit. Ist das gleichzusetzen mit auch Vigilanz oder gehört das auch dazu? Es ist nicht das Gleiche, aber es ist eine der vielen Varianten, die sich immer wieder herausbilden. In dem Fall ist es auch eine etwas paradoxe Variante, wie ich meine, weil Achtsamkeit zugleich verspricht, dass sie sich gewissermaßen aufhören müssen zu konzentrieren, dass sie ganz bei sich sein können und zugleich fordert es dazu auf, sich zu konzentrieren und damit auch wiederum sich besonders scharf wahrzunehmen und möglicherweise auch zu prüfen, um sich dann zu verbessern. Ja, das ist eine ziemlich zweischneidige Aufforderung. Ja, kein einfacher Bereich. Jetzt haben wir ja nicht nur Vigilanz, sondern das ganze Wort Vigilanzkulturen. Also es ist auch kulturell bedingt, das hatten Sie bereits angesprochen. Sie sind ja jetzt in einem Sonderforschungsbereich ein großes Team. Könnten Sie vielleicht nochmal darauf eingehen, wie sehr Wachsamkeit oder Überwachung kulturell gesteuert ist und was Sie auch in Ihren Forschungen bisher herausgefunden haben, wie stark das tatsächlich variiert? Ja, das ist eine große Frage. Ich kann es vielleicht nur an kleineren Beispielen verdeutlichen. Zunächst mal gibt es Medien, in denen Wachsamkeit uns immer wieder erklärt wird, vor Augen gestellt wird und auch ihr Scheitern vor Augen gestellt wird. Das ist klassischerweise die Literatur, es ist in der Moderne insbesondere der Film, in dem wir immer wieder Leute sehen, die Fehler machen bei der Beobachtung ihrer Umwelt, etwa, dass sie zum Beispiel die Sünde nicht bemerken oder die Lüge oder eben auch vielleicht das Verbrechen in ihrer Nachbarschaft. Und andere Leute, die es schon tun und die dann auch eintreten in die Verantwortung, hier zu handeln oder mindestens das zu melden. Das haben sie also immer und immer wieder, solche Instruktionen. Und ja, es gibt große Unterschiede, die hängen wesentlich mit anderen eben kulturellen Vorprägungen zu tun, aber auch mit anderen institutionellen und staatlichen Umgebungen, in denen man agiert. Also beispielsweise ist immer eine Frage, leben Sie in einem Rechtsstaat und wie sicher ist es,
sich an jemanden oder auch an eine Institution zu melden, zu wenden. Das Thema Rechtsstaat, wir haben Recht, wir haben einen Rechtsstaat und wir haben das kulturelle Pflichtgefühl. Was überwiegt bei den Menschen generell? Die Befolgung des Rechtsstaates oder die Befolgung des kulturellen Pflichtgefühls? Das kann man nicht beantworten. Die können die Leute immer und immer wieder fragen. Sie sagen vermutlich Unterschiedliches und können sich selbst nicht vollständig aufklären darüber, warum sie so handeln. Ja, das bleibt gewissermaßen im Dunkeln. Und wenn es geäußert wird, ist es immer schon eingekleidet in, wie Sie vorher gesagt haben, bestimmte Begriffe, die eben positiv oder negativ belegt sind. Wir gehen davon aus, dass es sozusagen unterschiedliche Motive jeweils gibt. Und alles, was wir machen können, ist, dass wir die gewissermaßen auseinandersortieren. Sagen, hier ist auch ein religiöser Anteil an einem solchen Verhalten klar erkennbar. Oder auch ein bürgerliches Pflichtgefühl ist klar erkennbar. Manchmal findet man auch die Wirkung von zum Beispiel Werbung oder die Wirkung von bestimmten Gesetzgebungsinitiativen. Das sieht man dann besonders, wenn solche Begriffe wiederholt werden. Sie arbeiten in der Forschung generell erstmal unabhängig und nicht angewandt. Gibt es in Ihrem Forschungsbereich oder bei den Teilprojekten auch Teilprojekte, die angewandt sind oder die tatsächlich was bezwecken, beispielsweise eben im politischen Bereich oder im aufklärerischen Bereich? Also zunächst mal, wir haben überhaupt keine politische Agenda oder Zwecksetzung. Allerdings haben wir einige Themen, die wir behandeln, die eine sehr hohe Gegenwartsrelevanz besitzen. Wir untersuchen zum Beispiel das Verhalten an der US-Mexiko-Grenze mit einem ethnologischen Projekt. Und wir untersuchen, wie sich momentan der Diskurs über Whistleblowing verändert. Und das hat einen ganz starken sozusagen Impact auch auf die momentane erneute Gesetzgebung in diesem Bereich. Wie sieht es da derzeit aus? Wie ist da der Stand und wie lange werden Sie da voraussichtlich noch dran forschen? Also wir arbeiten im Rhythmus gewissermaßen unserer Förderung und dieser Rhythmus ist vierjährig. Innerhalb von 4 Jahren muss die Feldforschung oder die Archivarbeit, was immer man dazu auch braucht, abgeschlossen sein und müssen die Ergebnisse vorliegen. Zum Thema Whistleblowing, wie muss ich mir das vorstellen als absoluter Forschungsleihe? Erstellen Sie praktisch einen Bericht, den Sie an die Politiker geben oder gehen Sie in den direkten Diskurs oder wie ist da der Informationsfluss? Also wir haben keine sozusagen politikberatende Funktion. Wir stellen das zur Verfügung. Und wir hoffen natürlich auch, dass es genutzt wird. Unser erster Ansprechpartner ist nach der Wissenschaft immer die Öffentlichkeit. Das heißt, wir versuchen in öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen hier Aufklärungsangebote über solchen Bereich zu machen. Also immer sozusagen frisch aus der bestmöglichen Forschung heraus zu berichten. Und wir hatten gerade zum Whistleblowing auch schon eine Podiumsdiskussion vor einigen Wochen, die sehr, sehr gut besucht war. Zu den Themen Whistleblowing oder auch Achtsamkeit. Haben Sie in Ihrem Projekt Psychologen dabei? Also dass es wirklich tief in die Psychologie des Menschen und das ethische Grundverständnis geht? Oder inwiefern wird das bei Ihnen mit einbezogen? Wir beziehen das ein durch Kontaktveranstaltungen mit den Naturwissenschaftlern und Medizinern. Gerade jetzt am Freitag haben wir im Basisseminar für die Doktoranden eine Psychologin eingeladen, die uns darüber informiert. Ja, wir machen diese Forschung nicht selber, aber wir nehmen sie sehr intensiv wahr. Und wie funktioniert die restliche Öffentlichkeitsarbeit? Sie haben das jetzt angesprochen durch Podiumsdiskussionen. Das ist wunderbar, wenn die gut besucht werden und ich finde das klasse. Aber gibt es noch weitere Kanäle, die Sie nutzen und wie ist da die allgemeine Resonanz auch aus der Bevölkerung? Podcast zum Beispiel. Jawohl. Nein, Sie wollten was anderes hören. Also wir versuchen schon sozusagen eine möglichst breite Präsenz zu haben. Wir wissen aber zugleich, dass die Welt was anderes zu tun hat, als immer nur Forschungsergebnisse wahrzunehmen. Das heißt, man muss schon auch sehr genau überlegen, an welchen spezifischen Punkten man die Leute bekommen kann. Wir wollen zum Beispiel tatsächlich mal eine Veranstaltung auch im Münchner Stadtraum oder mehrere Veranstaltungen im Münchner Stadtraum machen, also in Kinos oder in den Theatern und setzen dann darauf, dass wir sozusagen wirklich interessierte Leute vor Ort haben, die auch Multiplikatoren sind. Wenn ich jetzt an
Wachsamkeit denke. Kann Ihre Forschung mir was mitgeben? Und idealerweise so, dass ich keine Forscherin sein muss, sondern dass ich es einfach verstehe, dass ich etwas daran verbessern kann, wie ich wachsam durch die Straßen gehe? Oder was würden Sie mir da empfehlen? Nein, Sie müssen nicht wachsam sein. Sie sind es sozusagen sowieso. Und die Frage ist immer nur, in welcher Hinsicht? Und das wiederum hängt davon ab, wie Sie kulturell geprägt sind und welche Informationen Sie über bestimmte Gefahren in sich tragen. Und diese Informationen verändern sich. Wichtig ist nur, dass Sie reflektieren. Und dass Sie reflektieren, wie zum Beispiel auch bestimmte Vorurteile greifen, wenn Sie Unterscheidungen treffen beim Beobachten von anderen Leuten oder bei der Einschätzung von Situationen. Denn das tun Sie, das müssen Sie tun. Das ist sozusagen notwendig, solche Unterscheidungen zu treffen. Wenn Sie dann reflektieren, wie Sie unterscheiden, dann haben Sie schon viel gewonnen. Lässt sich denn mein unterbewusstes Wachsamkeits- oder Achtsamkeitsgefühl steuern auf lange Sicht? Also wenn ich anfange, darauf zu achten, wie ich auf etwas achte und auf welche Signale ich achte, kann ich bewusst dagegen ansteuern? Ich denke nur durch die Meditation, aber das ist sozusagen nicht unser Geschäft. Und Sie haben ja schon selber gesagt, es gibt einen unterbewussten Anteil Ihrer Wachsamkeit, der ist wesentlich auch biologisch gesteuert. Wir reagieren auf stärkere, sagen äußere Ereignisse wie Knall, wie Rauch, wie Schreie und so weiter, geradezu biologisch. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht um die feinen Unterscheidungen, die eben auch gesteuert werden. Also etwas zu entdecken im grauen Rauschen des Alltags, was Ihnen gefährlich erscheint, das sind wiederum Selektionsleistungen, die nur möglich sind, weil Sie kulturelle Informationen in sich tragen, zum Beispiel über Filme, über Nachrichten, auch über Lektüren, vielleicht auch über eigene Erfahrungen. Es geht auch nicht darum zu sagen, dass entweder die Technik oder die Gesellschaft das alles leistet, sondern sehr häufig sind es Kombinationen. Gutes Beispiel dafür ist die Fahndung nach dem Boston Marathon Anschlag in Amerika, denn dort haben hochtechnologisierte Mannschaften die Vororte von Boston durchkämmt und nichts gefunden, während es dann der Anruf eines einfachen Bürgers war, der aus dem Fenster spähend in seinem Vorgarten erkannte, dass die Plane seines Bootes etwas verrutscht war. Und tatsächlich war das der entscheidende Hinweis. Unter dieser Bootsplane befand sich der zweite der Tsarnaev-Brüder, der dann auch festgenommen werden konnte. Es ist also praktisch auch eine gesellschaftliche Verantwortung, diese Achtsamkeit oder diese Wachsamkeit zu haben. Es führt ja letztendlich dann zur Verhinderung von Verbrechen im Zweifelsfall. Ja, das wird eben eingespannt in Prozesse der Aufklärung. Es wird auch teilweise sehr bewusst so gemacht, eben durch Aufrufe. Und zum Teil wird es unbewusst, nein, man müsste sagen kulturell gesteuert, indem Leuten immer wieder gezeigt wird, dass sie so zu agieren haben. Also dass das Wegschauen selber keine Lösung ist. Ist es ja auch nicht. Ja. Und man kann ja sagen, dass solche Leistungen äußerst positiv sind, aber sie sind eben strukturell auch äquivalent zur Denunziation. Das heißt, Sie können das Gleiche vielleicht in einer Diktatur tun mit schrecklichen Folgen für die Leute, die Sie auf diese Weise anzeigen. Stellen wir noch mal ein paar abschließende Fragen. Wie können wir denn alle wachsamer werden, ohne gleich ein ganzes Forschungsprojekt zu verstehen? Sehr gut. Ja, nein, wir müssen nicht alle wachsamer werden. Wir müssen nur sozusagen die Fähigkeit pflegen, uns dabei zu beobachten, wenn wir wachsam sind und darüber nachzudenken, was da eigentlich geschieht. Also gewissermaßen vor welches Geschirr wir uns spannen, wenn wir auf bestimmte Dinge achten, was ja immer auch heißt, dass wir andere nicht so sehr oder gar nicht mehr beachten. Und was wünschen Sie sich so für die kommenden 5 Jahre? Ich wünsche mir zunächst mal, dass wir gelungene, gute Forschung machen können und damit auch die Öffentlichkeit erreichen. Und sodann vor allem, dass auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort insbesondere als Nachwuchswissenschaftler mitarbeiten, dass die gute Karriereperspektiven haben und auch unseren sozusagen Geist und unser Wissen weitertragen. Vielen Dank. Ja, für Ihre Forschung wünsche ich Ihnen alles Gute und natürlich, dass der Sonderforschungsbereich die maximal mögliche Förderperiode von 12 Jahren
bestehen kann und die Förderung dafür kriegt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema und viele machen sich ja wenig Gedanken darüber, viel zu wenig wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass sich das vor allem durch Ihre Forschung ändern wird, dass viele Leute das erreicht. Also vielen Dank für das Interview und wir bleiben auf jeden Fall dran. Herzlichen Dank.